Ja, und damit herzlich willkommen zurück hier zu Rapture. An der Stelle schon mal sorry für Episode 2 und 3. Da war ja leider hier der Bildausschnitt ein bisschen abgeschnitten. Ich habe das erst später beim Editing gesehen, dass OBS das da falsch aufgenommen hat. Jetzt passt's und ich würde sagen, wir gehen wieder rein und holen uns mal unsere Abzug. Whoa, fuck, Scheiße. Alter, das sind Jumpscares. Hab mir schon bei Episode 2 die Toiletten schon so zwirbelt, ey. Aber noch mehr? Na, hat jemand Lust zu kuscheln? Wow. Fuck. Komm, na, schneller nach. Fuck. Ah, da war doch noch einer. Ah, Mann. Hä? Wo bist du? Okay, wenigstens mal ein bisschen Munition hier. Wo bist du? Na egal. 9 Dollar. Nee, das gebe ich nicht aus. So, und jetzt gehen wir jetzt gerade wieder da runter, wo wir vorher schon gewesen sind. Und da hat es bestimmt wieder Leute unten. Ja, oder auch nicht. Okay, wir... Oh, ich hab dich gar nicht... Hä? Ich hab dich doch gekackt gehabt, oder nicht? B. Schau mal. Dankeschön. Also, ich hätte gerne mal eine Eve-Spritze. Und ein paar Nieten. Aber das hab ich vergessen. Probieren wir es nochmal. Und? Okay, Gott sei Dank. Nice. Da ist auch nichts mehr. Ab zum Ausgang. Das sieht nicht sehr einladend aus. Oh, es passiert zumindest nichts. 50er Kaliber. Na komm her. Ah, wir machen das ein bisschen schlauer. Heckpfeil. Sehr gut. Oh, macht's uns fertig. Was ist? Ja, nice. Okay. Oh, hier hinten ist auch noch was. Ja, ne, gut, nicht wirklich. Aber dafür wieder Nieten. Was ist das Ende von Wein? Ist das Ende des Ichs? Lehnt die Tyrannell des Ichs ab. Webchash gescheitert, wir nicht. Der naja. Parasit ist unfähig, für sich selbst zu sorgen. Aber seine Bedürfnisse wachsen, bis er schließlich einen Krieg lostritt, um alles zu rechtfertigen. Eure Eltern haben euch nach Rapture gebracht, wo ihr den Parasiten nie wieder fürchten müsst. Ihr seht also, die Oberfläche ist kein Ort für euch. Aber ihr könnt die Welt zu euch holen. Wenn ihr jemanden kennt, der nach Rapture gehört, schreibt einen Brief an die Poststelle von Ryan Industries und, wer weiß, das nächste neue Gesicht kommt euch vielleicht bekannt. Okay. Oh, das sieht cool aus. Ah, das sind die Tauchglocken von unten, die wir im ersten Teil gesehen haben. Mit Geld.
Hier geht's nicht mehr weiter. Wieder was zum Hören. Wirksamkeit. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Habe ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Oh Mann. Okay, das hat mich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Ich habe zwar gehört, dass hier welche sind, aber nicht wo. Okay, dann holen wir unser Spielzeug. Und ich hab im Kopf, dass wir hier dann am Boss feigt haben. Mit Big Mama. Ist das Geschütz jetzt noch keckt? Bist du noch keckt? Ah, ich kann es nicht mehr anschießen. Dann wird's wohl noch keckt sein. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Ja, ich glaube, das ist die Ankündigung für den Bossfight. Okay. Also, wir werden auf alle Fälle mal abfackeln. Brauchen wir ja sowieso. Wenn aber so ein Rauch aufgehen sollte, dann heißt es nicht zögern, sondern zünden. Telekinese brauche ich nicht. Erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Okay. Gesundheitsupgrade, ja bitte. Und Verbandskästen verleihen auch Eve. Oh, praktisch. Hol mit Eve mehr aus seinen Verbandskästen heraus, die sich bei seiner neue Gentunikum löst, deinen Körper Eve produzieren, den Verbandskästen verwendest. Oh ja, bitte. Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplasmids. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Was würde sie wohl mehr beeindrucken, als ein Kaminfeuer entfacht mit einem bloßen Fingerschnippen? Jetzt fackeln sie ab, oder was? Okay. Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Was? Da ist noch einer. Na, wo ist der nächste? Wer hat's gern warm? Ach, stimmt ja. Ein komplett neuer Raum? Da darf man was erwarten. Darum suchst du das Besondere. Okay, Upgrades. Eve erhöht die Maximum an Eve. Gentonika-Slot. Körperpanzerung. Das wird Sinn machen. Vorsichtige Hacker. Extra Nahrung. Ich mache meine Körperpanzerung. Und dann braucht man eh einen weiteren Slot. Wo wir jetzt gerade nichts reinmachen können. Ja, jetzt haben wir nichts mehr. Okay. Hier hat es aktiv nichts mehr. Okay, gehen wir wieder. Tschüss. Warum ist hier alles dunkel? Ah, ich hab's gewusst. Ich glaube, wir gehen schon mal auf die schweren Nieten. Wir werden uns gerade mal ausrüsten. 50er Kugel. Ja, bitte. Bitte. Oh, jetzt habe ich kein Geld mehr. An der Stelle werden wir mal speichern. Hat jetzt Potenzial, dass ich draufgehe.
Puh. Ich hasse sowas. Was zum... Wo ist sie? Scheiße. Ach, die kann es auch noch. Nein, fuck. Yes. Ich hab sie. Scheiße. Nein. Fuck. Nein. Ah, scheiße. Oh, sie ist tot. Hol mich, der Teufel. Holy shit. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Fuck. Das war intensiv. Und ich hab keinen Stuff mehr. Okay, ich muss mir hier unten erstmal wieder was kaufen. Krieg ich? Ah, ich krieg natürlich hier nix. Das war bei dir, ne? Verbandskasten, Eve-Spritze und Nieten. Ich hätte gern mehr Geld. Holy shit. Also, das war Heckpfeil. Auto-Heckpfeil. Nieten. SMG brauche ich für spezielle Typen. Ach was, keiner, der jetzt mir auf die Nerven geht. Hier. Oh, Kartoffelchips. Den Schränken. Na okay, da habe ich nichts übersehen. Ah, dich. Okay, das war's. Tschü. Hä, haben uns das... Ich dachte, das hätte uns angehört. Machen wir kurz rein. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr Abschneiden bei den Standardintellekt... Ausgezeichnet, alter Junge! Du bist ja ein echter Glücksfall! Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ach so. Und das ist keine Falle. Wieso kommst du nicht jetzt schon raus? Alter Weh, du lässt mich hier zurück. Ich spritze. Naja, war ja klar. Nee, du fährst jetzt nicht einfach weg. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Ja, lass mich mit. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Ja, geil. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Okay, war das alles? Oh, tschüss. Was, du bist dabei, das Level so fallen zu... Ja, ich habe alles gemacht. Tschüss. Na, ich hätte da unten reingehen können. Oh, ich voll honk. Oh, nee. Naja. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel verpasst, dass ich da nicht reingegangen bin. Big Daddy sind sehr zähe Gegner. Denkt dir einen Angriffsplan aus. Ja.
das schadet nicht. Papa's Drop. Barigion? Was war das? What the fuck bist du? Subject Delta sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Ja, stimmt nicht. Ich bin nicht alleine. Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ja, die gibt man den bestimmt freiwillig, oder? Da, wie? Nice. Und das war der Notschalter. Nice. Endlich mal wieder Cash. Ah, ich habe so viel Lust auf den neuen Gegner. Komme ich auf der anderen Seite? Du hast auch noch... Da hinten ist Stuff. Yes. Okay, komme ich hier? Naja, ich muss hier wieder zurückgehen. Atlantic Express. Oh, Hecken. Ergebnis des erfolgreichen Hacken ist Sicherheitstür. Na, ist nicht wahr, oder? Oh. Hier wurde schon mal. Rosie. Die wurde wohl noch gearbeitet, bevor hier der ganze Shit losgegangen ist. Na, hoffentlich hält es. Guten Tag. Es? Gen-Upgrades austauschen. Hier kannst du deine Plasmide und Tunika deine Ausrüstung anpassen. Versuche ich verschiedene Plasmide und Tunika. Für unterschiedliche Situationen. Hä? Plasmide, Tonika. Ach so, das ist wie so eine Bank. Nee. Würde ich erstmal so lassen, wie es ist. Alles klar. Seht ihr, sich das am Anbieten hier. Müsst ihr hin? Ach so. Ja. Guten Tag. Nase juckt, Entschuldigung. Oh, what the fuck? Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Ich kann mich an das nicht mehr erinnern, Lady. Und eigentlich habe ich nichts gegen dich. Noch nicht. Und wir haben hier irgendwo eine Kamera. Hä, wie komme ich denn da hoch? Ah, vermutlich kriege ich irgendwie nur Super Jump oder sowas. Ah, oh, so ein amerikanisches Diner mal besuchen, das wäre auch mal was. Ich mag irgendwie den Stil, wie die aufgebaut sind. Oh, ich glaube, da hinten sehe ich was.
blinkt zumindest. Oh, da ist er ja. Kriege ich die Kamera? Ach, das war der Auto-Hack-Pfeil. Moin! Oh, und Big Daddy. War ja klar. Soll ich das jetzt schon machen mit dem Big Daddy? Blöd wäre es ja nicht, weil ich muss es ja sowieso machen. Fallenmiete. Na, komm her. Pack, 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 pack. Ja, komm. Alter, der hat Granaten oder was auch immer das ist. Und ja, er ist down. Nice. Na, komm mit. Adoptieren. Ich glaube, bei ihr werde ich zum ersten Mal gut sein. Allein schon, was mich interessiert, wie sie dann aussieht, wenn sie geheilt ist. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Okay, das sah jetzt gerade irgendwie mega schräg aus mit dem, was ich da am Kopf hatte. Als wäre es Gedankenkontrolle. Okay, na, wir gehen da jetzt da noch nicht rein. Wir schauen uns hier noch um. Was neue Leute? Okay, noch eine Nummer 2. Oh nein. Fuck, 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 fuck. Okay, auf meiner Seite. Shit. Das wäre doch praktisch gewesen, wenn ich hier zum Beispiel einen Bosskampf habe. Was vermutlich ja hier wieder passiert mit dem einem Monster da. Warum ist das rot? Nice. Meine Familie wohnte 32 in St. Louis, Hooverville. Aber Pauper's Drop ist 10-mal schlimmer. Niemand sollte hier wohnen müssen. Die Stadt pisst auf uns. Nie ist es mal trocken. Ryan ist es egal. Und Fontaine ist ein verdammter Verbrecher. Aber Dr. Lamb kümmert sich um uns. Für sie sind wir immer noch Menschen. Sie bietet uns an den Sonntagen gratis Therapiesitzungen an. Wenn ich hingehe, habe ich immer das Gefühl, dass sie etwas vorhat mit Rapture. Und mit mir. Was ich jetzt wirklich bräuchte, wäre ein Häftling. Oh, Gen-Upgrades.
Also, was gibt's denn? Gesundheit-Upgrade, Eve-Upgrade plus Meat-Slot. Ich mache ein Gesundheits-Upgrade. Nice. Okay. Da soll man anscheinend noch nicht runter. Soll man da jetzt wirklich noch nicht rein? Nein, da gehen wir noch nicht rein. Das sieht groß aus. Also gehen wir dahin, wo der Pfeil sagt, dass wir hingehen sollen. Ich brauche Gesundheit. Mann, gebe mir bitte was. Warte mal, hier drin, am Eingang. Ah, ist natürlich zu. Schade. Ah, stimmt mal. Wie war das mit Erlang halten? Eden, ganz in der Nähe. Echt, wo denn? Oh, die Leiche. Okay, good to know, dass das Nummer 1 ist. Aber das kann ich mir gerade schenken mit der Gesundheit. Was war da? Sinclair Deluxe. Schick. Keine Ahnung. Also ja, gut, gehen wir mal den Pfeil noch. Wir sollen da reingehen und... Das war verbarrikadiert. Hier gibt es aber auch nichts. Oh, Alter, jetzt hast du mich schon wieder gerissen. Mann. Bot Shutdown. Und Dach. Falsche Seite der Schienen. Hoppers Drop ist das übelste Viertel in Rapture. Aber hier gibt's noch Wohnungen zu... Tja, alter Knabe, ich schätze mal, Gracie ist zu Hause. Aber dieser Kleiderschrank hat dir gerade mein halbes Hotel in den Weg gepflanzt. Und um da durchzukommen, musst du rausfinden, woher er seine Kräfte hat. Besorg dir eine Genforschungskamera, mein Junge. Mit so einem Ding kannst du dir jede Menge Tricks von den Splicern angucken. Versuch's in dem Leihhaus Downtown. Ja, gleich. Okay, ich soll's überlassen. Ah, ich frag mich, ob es Sinn macht, mal kurz zu sterben. Was haben wir hier alles? Ja, das, was ich brauche. Leute, gebt mir mein Medikit. Gen-Upgrades austauschen will ich immer noch nicht. Okay. Jetzt müssen wir vermutlich genau da runtergehen, wo ich vorher gesagt habe, da gehen wir noch nicht runter. Also gibt eh keinen anderen Weg. Na, mal hier Besuch? Na, scheint nicht so. Komm doch. Das habe ich hier noch gar nicht probiert. Ich komm rein. Was ist das für ein Geräusch? Ey, was zum Teufel? Hab ich jetzt irgendwie... Holy shit! Kann das wieder normal werden, bitte? Danke. Ja, hier oben ist einer. Hat wer Lust auf einen Kuchen? Mit extra Vitaminen. Guten Tag. Schrotflinte! Wer zum? Okay, die zwirbeln. Alter.
Nein, bitte, lass mich jetzt nicht drauf gehen. Waren das jetzt alle? Nee. Wo? Ach, draußen. Hallo. Und tschüss. So, ich nenne dich jetzt Jimmy. Jimmy, wo haben wir hier noch Sachen? Nee. Wow. Da wäre jetzt fast reingegangen. Fallschwellen können mit Telekinese bewegt werden und durch direkt für. Alles klar. Elektrobot, Telekinese. Du wurdest verwundet. Ja, wow. Wie gehen wir dazu abfackeln? Okay. Dann würde ich sagen, nächster Sepp hier runter. Okay. Ich würde sagen, den Teil schauen wir uns in der nächsten Episode an. Und ich hoffe, ich finde noch irgendwo Medikit. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.